Ja, schönen, wunderschönen guten Tag auch meinerseits. Ich begrüße Sie hier ganz herzlich in Osnabrück. Also ich denke, wenn man in diesem Panel über Erfahrungsberichte spricht, dann ist es, denke ich, auch ganz interessant, dass man einen Einblick bekommt in persönliche Erfahrungen, praktische Erfahrungen von einer Person, die selbst die Flucht angetreten hat. In diesem Fall Herr Ali Sharif, der uns heute mit seiner Anwesenheit beglückt. Herr Sharif, ich würde Sie zu Beginn bitten, sich kurz vorzustellen. Erstmal hallo, mein Name ist Ali, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Somalia. Ich bin hier in Deutschland seit 2 Jahren, ich mache jetzt Ausbildung als Maler. Das war's. Also Herr Sharif, Sie sind gebürtiger Somalier, das ist jetzt gerade deutlich gesagt worden. Sie sind in Somalia geboren worden, da haben Sie sich allerdings nicht lange Zeit aufgehalten, weil die Umstände, wir kennen ja alle dort die Umstände in Somalia, die seit Jahrzehnten dort herrschen, Krieg, Bürgerkrieg und Zerstörung. Die Umstände damals hat Ihre Familie dazu veranlasst, das Land zu verlassen, in Jemen zu leben. Dort sind Sie dann bis 2011 geblieben und dann haben Sie sich dann irgendwann mal entschlossen, das Land zu verlassen. Sie haben dann irgendwann mal über die Türkei die Flucht angetreten Richtung Deutschland. Könnten Sie bitte den Zuschauern kurz schildern, wie Ihr Fluchtweg verlaufen ist, als Sie von der türkischen Küste aus Richtung Deutschland sich bewegt haben? Also, erstmal war ich in die Türkei und von Izmir über die See mit einem kleinen Boot mit ungefähr 30 Leuten nach Griechenland gegangen und ich war in Griechenland ungefähr zehn Tage im Knast, also weil wir sind Asylanten oder Flüchtlinge und die wollen da kein Asylanten oder Flüchtlinge und so weiter. Nach 10 Tagen, die haben ein Papier gegeben, also da steht am 30 Tagen, wir müssen das Land verlassen. Und ich war in Athenas, die Hauptstadt von Griechenland. Und dann, ja, und dann war ich mit 5 bis 10 Freunden nach Albanien gegangen, also zu Fuß, auf jeden Fall, nicht mit Auto, nicht mit dem Auto, also in Krasa gibt es Polizei und so weiter und wir mussten über die Berge und so weiter laufen. Und ich war in Albanien, nach Albanien war ich in Montenegro, können Sie auch. Dann war ich in Serbien und das war ungefähr 10 Tage, habe ich gelaufen und wir hatten nur Wasser und Daten mitgenommen, weil der Weg ist lang und über die Berge und so weiter, das ist schwierig und so. Und zu Ende war ich in Ungarn. Ich war in Ungarn und ich habe gesagt, ja endlich, ich bin in Europa und so weiter, aber das war... Und Sie hatten, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, also Sie hatten selbst berichtet bei unseren persönlichen Unterredungen, dass Sie vor allem in Ungarn besonders erfreuliche Erfahrungen gemacht haben. Könnten Sie vielleicht etwas darüber berichten, damit die Zuschauer einen Blick darüber bekommen? Ja, also ich war in Ungarn, ich habe gesagt, ja endlich bin ich in Europa, aber das war falsch, aber weil die Polizei und so weiter, die waren also ganz so schlimm. Die wollen gerne Flüchtlinge da, die wollen die Polizei, die Leute da, die wollen keine Flüchtlinge haben in das Land und so weiter. Und ja, und eine Polizei hat mich geschlagen und ich weiß es nicht, warum genau. Und das war Katastrophe und ich habe gesagt, nein, das ist nicht Europa und ich bin nach Deutschland gekommen. Also das waren dann im Prinzip dann Verhältnisse, genauso wie das Land, aus dem man geflüchtet ist. Und wie wir gleich sehen, sind die Erfahrungen in Ungarn ganz anders gewesen als hier in Deutschland. Also ich denke, hier in Deutschland hatten Sie wesentlich positivere Erfahrungen gemacht. Sie sind 2013 angekommen, also ich hatte gerade gesagt, bis 2011 im Jemen. In diesen 2 Jahren gab es mehrere Zwischenstationen. Irgendwann mal kam dann die Flucht über die Türkei Richtung Europa. Herr Sharif, Sie sind Ende 2013 in Deutschland angekommen. Als Sie hier angekommen sind, auf deutschem Boden, wo sind Sie untergebracht worden? Wie waren die Unterkunftsbedingungen?
Also erstmal war ich in Frankfurt und alles war gut und ich war bei der Polizei in Frankfurt und ich habe gesagt, also ja, ich bin neu und ich kann nicht Deutsch, ich habe Englisch gesprochen, ich habe gesagt, ich bin ein neuer Flüchtling, die haben gesagt, ja, willkommen, komm mal rein und ich war in die größte Flüchtlingslager in Frankfurt zuerst und ich bin da 2 Tage geblieben und dann, die haben nach Braunschweig und von Braunschweig nach Osnabrück. Also was, denke ich, auch viele Anwesende hier interessiert, wie waren Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Polizei, ja, mit den Sicherheitskräften? Also wenn Sie jetzt erzählen, dass Sie in Ungarn geschlagen worden sind, auf jeden Fall, aus welchen Gründen, wie war es denn hier in Deutschland? Ja, in Deutschland, das war ganz anders. Das war sehr gut mit der Polizei, wenn eine neue ist. Wenn du sagst, ja, ich kann kein Deutsch, ich kann in Englisch, ich spreche in Englisch mit dir, also die sagen, also ja, herzlich willkommen, wie heißt du, wo kommst du, was willst du hier machen, und kannst, die sind ganz nett, also ich danke ihnen, die ist überall Polizei, glaube ich.